Und schon sind wir bei einer Spezialfolge, nämlich wie hat man denn früher Wurzel gezogen, wie es noch keine Taschenrechner gegeben hat. Ich habe mir also kurz einmal hingesetzt und mir überlegt, wie habt denn ihr das damals gelernt? Und ein paar Ausschnitte davon zeige ich euch. Allerdings ist das jetzt nichts, was man für irgendeine Schularbeit oder so brauchen würde. Also, entweder schaltest du jetzt ab, genießt deine Freizeit, oder du schaust dir das kurz an, einfach nur so zur Hetz. Okay? Variante 1 war, man kann es auswendig. Wenn da also gestanden ist, berechne die Wurzel von 225, dann haben wir sofort gewusst, das kann nur 15 sein. Oder zeichne ein Quadrat mit dem Flächeninhalt von 361 Quadratzentimeter, da weiß man natürlich sofort, die Seitenlänge ist 19. Wir haben dann sowas bekommen: Zahlentafeln. Ja, nur wieder als Beispiel. Man nimmt zum Beispiel die Zahl 961 und möchte die Wurzel ziehen, dann muss man zum Verwenden von diesen Zahlentafeln die Zahl vom Komma aus in Zweiergruppen einteilen. Und dann hat man entweder eine einstellige Zahl oder eine zweistellige Zahl. Und wenn man sich dann diese Zahlentafel anschaut, dann hat man da links Zahlen. Und dann gibt es da eine Spalte, die heißt Wurzel aus x. Und da gibt es eine Spalte Wurzel aus 10 mal x. Wenn die äußerst linke Zweiergruppe einstellig war, dann hat man da das Ergebnis gefunden. Wenn die äußerst linke Zweiergruppe zweistellig war, hat man da das Ergebnis gefunden. Tja, das war Schularbeitenstoff. Zum Beispiel, die Wurzel aus 961 haben wir da gehabt. Die linke Zweiergruppe ist einstellig, also wandere ich da ganz nach hinten hin. 9,61. Dann steht da 3,1. Jetzt habe ich aber nicht 9,61, sondern 961. Also rückt die Kommastelle 1 nach rechts, dann haben wir 31. So ist es gegangen. Und wenn die linke Zweiergruppe zweistellig war, dann habe ich wieder so mir da vorstellen müssen, ich schaue nach bei 3,14, wenn man das rundet. Also 3,14. Dann schaue ich noch bei der rechten, da steht 5,604. Und das wird dann, da rückt das Komma wieder um 1 nach rechts, 56,04 sein. Ich habe nämlich gesehen, wenn da zwei Zweiergruppen sind, dann hat das Ergebnis zwei Stellen. Zahlentafel erledigt. Ja, dann kommt als nächstes der Rechenschieber. Da ist sogar noch der alte Schwindelzettel drinnen von mir. Und da, wenn man schaut, da stehen sogar noch meine Namensbeschriftung. Das war so quasi unser Taschenrechner. Der hat da so eine bewegliche Zunge und da so einen durchsichtigen Schieber gehabt. Und der hat da so lauter verschiedene Skalen, die da mit Buchstaben bezeichnet wurden. War auf der Rückseite auch voll. Und auf der rechten Seite hat man immer gesehen, was die Skala bedeutet. Und die mittlere, die stört mir jetzt da, die brauchen wir nicht. Da steht, das ist die x-Quadrat-Skala. Und das ist die x-Skala. Das heißt, ich kann da in beide Rechnungen, in beide. Das heißt, ich kann da in beide Richtungen arbeiten. Ich stelle zum Beispiel ein 3. Dann fährt man da mit dem Glasteil dort genau mit dem Strich auf den Dreier und kann da oben ablösen 9. Und nachdem das Wurzelziehen die Umkehrung vom Quadrieren ist, brauche ich eigentlich nur oben nachschauen und dann die Wurzel kriege ich hier unten. Also so wie in dem Fall, die Wurzel aus 9 ist 3. Ganz so also einfach ist das aber nicht, weil da geht die Skala von 1
bis 10 und von 10 bis 100. Das hat jetzt wieder zu tun, da ist die linke Zweiergruppe einstellig oder zweistellig. Wenn sie einstellig ist, dann muss ich den linken Bereich nehmen. Also die Wurzel aus 931, 961, dann habe ich da 9, dann habe ich da 95, 96 und da bissi was. Und unten kann ich dann genau ablesen, das ist 3,1. Und dann muss ich halt abschätzen, ist das jetzt 31, 3,1 oder 310. Beim anderen Beispiel 31, beim anderen Beispiel 3136, da ist die linke Zweiergruppe zweistellig, also muss ich da im rechten Bereich einstellen. 30, 31 und dann noch ein bisschen was dazu, 3. Dann kann ich unten ablesen, 5, 6 und ein bisschen was. Hat man auch wieder abschätzen müssen, ist das jetzt 56 Komma oder 5,6 oder 560? 56,04. Das war der Rechenschieber. Die nächste Variante war die, das einfach auszurechnen. Wenn ich die Wurzel von 3136 berechnen will, dann muss ich vom Komma aus die Zahl in Zweiergruppen einteilen. Die Zahl der Zweiergruppen sagt mir, wie viele Ergebniszahlen da rauskommen. Dann suche ich die kleinste Quadratzahl, die kleiner oder gleich der linken Zweiergruppe ist. Also 3 mal 3 ist 9, 4 mal 4 ist 16, 5 mal 5 ist 25, 6 mal 6 ist 36. Ups, 36 ist schon zu groß, also ist es 5. Dann tut man wieder so rückwärts multiplizieren, wie man es vom Dividieren fast kennt, gell? 5 mal 5 ist 25 und 6 ist 31. Nächste Stelle, aber in dem Fall die Doppelstelle herunter, dividiert durch das Doppelte von dem, was bisher da steht. Da steht nur der 5er, das Doppelte ist 10. Und dann kommt aber nur eine Zahl, mit der man das da nur multiplizieren muss. Das ist also so eine Probiererei. Wenn ich jetzt da nehme zum Beispiel 5, dann würde da stehen 5 mal 105, das ist noch zu klein. 6 mal 106, das geht sich gut aus. 6 mal 6 ist 36 und 0 ist 36. 3 weiter. 6 mal 0 ist 0 und 3 ist 3 und 0 ist 3. Nichts weiter. 1 mal 6 ist 6 und 0 ist 6. 0. Rest. Damit ist das 6 ein Teil vom Ergebnis. So, ein zweites Beispiel nehme ich noch her. 374.000 die Wurzel. Vom Komma teile ich die Zahl in Zweiergruppen. Das heißt, das Ergebnis wird da drei Zahlen haben vor dem Komma. Dann suche ich die kleinste Quadratzahl, die kleiner oder gleich der linken Zweiergruppe ist. 6 mal 6 ist 36. Dann tue ich es rückwärts multiplizieren. 6 mal 6 ist 36 und 1 ist 37. Nächste Zweiergruppe herunter. Dividiert durch das Doppelte vom bisherigen Ergebnis. Strich, Punkt, Strich haben wir da immer gesagt. Das ist jetzt wieder so eine Schätzerei, gell? Aber man sieht es ja recht schnell. Wenn ich da einen Zweier verwenden würde, dann wäre das 2 mal 122. Das ist ja schon größer wie das. Also da geht nur der Einser. 1 mal 1 ist 1 und 9 ist 10. 1 weiter. 1 mal 2 ist 2 und 1 ist 3 und 1 ist 4. Nichts weiter. 1 mal 1 ist 1 und 0 ist 1. Damit ist der Einser ein Teil vom Ergebnis. Nächste Zweiergruppe herunter, dividiert durch das Doppelte von dem, was bisher da steht. Das ist jetzt 122, Strich, Punkt, Strich. Das geht eigentlich wieder nur einmal, weil zweimal wäre schon, zweimal 1000 sind 2000, ist schon größer wie das da. Also einmal 1 ist 1 und 9 ist 10, 1 weiter. Einmal 2 ist 2 und 1 ist 3 und 7 ist 10, 1 weiter. Einmal 2 ist 2
Und 1 ist 3 und 6 ist 9. Nichts weiter. Einmal 1 ist 1 und 0 ist 1. Damit ist 1 ein Teil vom Ergebnis. Nächste Zweiergruppe herunter, dividiert durch das Doppelte vom bisherigen. Das Doppelte vom bisherigen, müssen wir so rechnen, 2, 2, 12, Strich, Punkt, Strich. So, jetzt geht das nicht mehr mit 1, weil da haben wir jetzt 12.000 irgendwas und da haben wir 67.000. Geht das 5 mal? Geht das 6 mal? 5 mal ist zu klein, 6 mal. Probieren wir es 6 mal, weil wenn ich mir verrechne, muss ich es eh nochmal machen. 6 mal 6 ist 36 und 4 ist 40. 4 weiter. 2 mal 6 ist 12 und 4 ist 16 und 4 ist 20. 2 weiter. 2 mal 6 ist 12 und 2 ist 22 und 7 ist 29. 2 weiter. 2 mal 6 ist 12 und 2 ist 14 und 3 ist 17. 1 weiter. 1 mal 6 ist 6 und 1 ist 7 und die haben wir verrechnet. Also geht es nur 5 mal. Fangen wir wieder von vorne an. 5 mal 5 ist 25 und 5 ist 30. 3 weiter. 5 mal 2 ist 10 und 3 ist 13 und 7 ist 20. 2 weiter. 5 mal 2 ist 10 und 2 ist 12 und 7 ist 19. 1 weiter. 5 mal 2 ist 10 und 1 ist 11 und 6 ist 17. 1 weiter. 1 mal 5 ist 5 und 1 ist 6 und 0 ist 6. Damit ist 5 ein Teil vom Komma. Ein Teil vom Ergebnis. Ja, und so geht es da jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung, wie lange da nächste Zweiergruppe runter, dividiert durch das Doppelte vom bisherigen. Und wer sich gefragt hat, warum ich da diese Punkte immer hinmache, das ist, dass ich mich nicht vertue, wo ich gerade da bin. Lustig. Ha? Und wie macht man das heute? Man schnappt sich seinen Taschenrechner, gibt dann ein, die Wurzel aus 374.000 ist gleich. Da sieht man schon, da hätte ich aber nur rechnen können. Oder die Wurzel aus 3, 1, 3, 6, 56. Oder die Wurzel aus 9, 6. Nee. Oder die Wurzel aus 9, 6, 1, 31. So schnell geht es. Und wer es bis daher jetzt durchgehalten hat, da kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen. Und jetzt habt ihr vielleicht eine gewisse Ahnung, warum mir Mathe als Kind nicht so gefallen hat.